Wilde Wolken und eine aufgepeitschte raue See, das wird es die nächsten Tage immer wieder geben. Denn gerade am Mittwoch gibt es ein Sturmfeld vom Atlantik über die britischen Inseln bis zu uns nach Deutschland. Da weht der Wind stark bis stürmisch. Ja, auf dem Atlantik werden die Tiefs gerade am Fließband produziert. Unser Tief Axel, was den Mittwoch bestimmen wird, und das nächste Tief Benito ist auf dem Atlantik auch schon entstanden. Das kommt dann zum Freitag bei uns an. Bringen immer noch milde Luft mit, die Tiefs, aber nicht mehr so extrem, wie das nochmal am Montag der Fall war. Da hatten wir nochmal historische Januarwärme auf dem hohen Peißenberg. Im Alpenvorland 18,1, in Jena 17,0 Grad. Diese Wetterstationen messen schon sehr, sehr lange. Jena seit knapp 200 Jahren und nebenbei ein neuer Thüringen-Rekord. Außergewöhnlich also tatsächlich. Jetzt zum Sturm. Der zieht in der Nacht auf den Mittwoch im Nordseeküstenumfeld auf, breitet sich dann am Mittwoch weiter aus. Der Wind weht oft stark bis stürmisch, gerade eben an der Nordseeküste am Abend Böen bis an die 100 Kilometer pro Stunde und auch auf die Mittelgebirgsgipfeln schwere Sturmböen. Ansonsten ein ziemlich kräftiger, teilweise stürmischer Wind in Böen. Und es gibt auch ordentlich Regen, vor allem im Norden und Nordosten. Da schüttet es am Mittwochvormittag kräftig. Auch sonst wird es zwischendurch immer wieder mal nass. Am längsten trocken bleibt es an den Alpen. Und das bei Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad. Der Sturm zieht dann am Donnerstag über die Ostsee allmählich ab. Aber hier bleibt es noch eine ganze Zeit lang ziemlich windig. Dann die Wetterberuhigung. Aber es ist ein ziemlich durchwachsener Donnerstag. Weiterhin mit vielen Wolken, einigen Schauern und zwischendrin etwas Sonnenschein bei ähnlichen Höchsttemperaturen. Und auch am Freitag bleibt es wechselhaft, im Norden windig und ziemlich mild.